Hinter mir seht ihr die historische Ölmühle in Simonswald. Und was ich besonders toll finde, ist, dass die vom Heimatverein hier in Simonswald quasi betrieben wird, instand gehalten, ist auch jeden Donnerstag hier geöffnet. Da könnt ihr eine Führung mitmachen, lecker Walnussöl kaufen. Dieses Jahr machen wir keine Führung mit, aber damit ihr euch auch mal was unter der Ölmühle vorstellen könnt, blenden wir so ein paar Rückblicke aus dem letzten Jahr ein. Okay. Warum ziehen wir jetzt so? Das weiß ich auch. Warum ziehen? Ja, ja. Amy scheinbar auch. Hat einfach nur geschnüffelt und ja, okay, habe ich schon mal gerochen, alles gut. Ich bin aus dem Leben. Ja, das schon was anderes. Das ist ja schon mal super. So. Bitte schön. Hallo. Hätte gerne eine Flasche Weiß und Milch. Ich nehme eine 02er, können Sie auch schon direkt mitbringen. Wo nimmt man sowas her? Der ist ein Berg, der Berge drin bei uns. Da ist vom Großbach, vom Zelterbach, vom Zelterbach. Wer hat das abgehauen? Da hieß ja vor 300 Jahren, war mit der Berg. Da war der irgendwo. Die gibt's hier wieder. Ja, aber vor 300 Jahren mit den Werkzeugen, die hatten, wie haben die das gemacht? Ich war mit der Berg. Nein, und wenn hier jemand aufpasst, deutlich erkennbar als Gesicht, gehen keine böse Darsteller rein und verderben das Mehl. Das so, auch. Heute auch noch benutzt, oder? Ja, wir machen es passhalber, malen wir noch unsere Hand. Die Mühle ist voll intakt. Hier auch? Ja, ja, ja. Ja. So. Aber nicht jeden Tag. Ja, ja. Nur zu bestimmten Anlässen. Sonst können wir gar nicht sauber halten. Ja, ja, natürlich. Käfer, das wollen wir nicht. Dann lassen sie nur näher laufen. Mhm. Hier sind die Bilder eben von dem Gebäude, wie miserabel das da war. Und hier sind die Mühlsteine. Der unten liegende Mühlstein und der drehende werden mit feiner Kerbe ausgehauen, um eine scharfe Kante zu bilden, damit das Mehl geknickt wird und zerrieben wird und mit der Fliehkraft nach außen getrieben wird, damit es hier runterkommt. Fotografiere es ab und rechne es nach, ob es stimmt. Wir sind hier in der Hexenlochmühle und zwar wurde hier Anfang der 60er der Film Der letzte Fußgänger mit Heinz Erhardt und Christine Kaufmann gedreht. Wir haben hier schon viele, viele Videos gemacht,
Fotos und blenden euch davon jetzt mal einen kurzen Zusammenschnitt ein. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann findet ihr den Link unten in der Infobox. Emmy. Ich hab doch jetzt ja auch angefangen zu gewöhnen. Ja, ich glaube. Das ist ja die Amy. Mama, guck mal die Amy. Ja, soll ich Ihnen mitgeben? Ja. Das kann jetzt sein, weil die Uhren hängen schon länger da, dass die einfach alt sind. Ja, okay, gut, danke schön. Ich bin mir selber im Bild. Oder 2600, bin ich mir jetzt nicht sicher. Das glaube ich nicht. Meine Gruppe. Weihnachten. Ja.
die Haustür hängen. Hm? Bei mir Haustür. Ich habe das nicht zu verkaufen. So. Wir befinden uns hier zwischen Simonswald und Gütenbach am Dreitälerblick. Ihr habt hier einen super schönen Ausblick. Ihr könnt den Schwarzwald von hier oben sehen. Und hier hat auch in der ersten Folge der Schwarzwaldklinik Professor Brinkmann gestanden und hat auf die Schwarzwaldklinik geschaut, die allerdings nicht zu sehen ist, aber fürs Fernsehen wird halt immer alles zugeschnitten. Naja, die eigentliche Klinik in Klottertal ist von hier ungefähr 20 Kilometer weg. Genau. Also er konnte sie halt schlecht sehen, weil sie auch in einer anderen aber Richtung ist. Fürs Fernsehen wird das ja halt zusammengeschnitten. Genau. Das heißt aber nicht, dass man keinen Bombenausblick hier hat, ne? Es ist nicht ganz oben, es ist auf halber Höhe, so auf 800 Metern. Ich habe hier mal den Begriff.
Ja. Amy weiß schon, was er hier ist. Amy, was bist du hinter mir? Kommst du denn her? Das kann. Darf ich aufmachen? Ja. Soll ich einen Knackbeutel mitholen? Wie du willst. Komm, mach mal einen kleinen Hang.